Kinders, was geht bei euch ab? Die, die in den Streams aktiv sind, haben es sicher schon mitbekommen. Es gab wieder ein neues Knife-Giveaway. Sponsored by Skin Baron. Vielen, vielen Dank an die Boys and Girls von Skin Baron. Es ist echt der Hammer. Diese Unterstützung, bombastisch. Wir haben es dieses Mal wieder so gemacht, dass der Knife-Gewinner sein Knife selbst aussuchen darf. Und das ist doch bereits passiert. Also das Knife ist auf meinem Main-Account. Ich zeige es euch gleich. Ich will nur noch schnell ein paar Takte sagen. Also zu Skin Baron selbst. Für die neuen Zuschauer eben. Skin Baron ist der deutsche Marktplatz für CSGO-Skins. Und für H1Z1. Hier könnt ihr eure Skins für echtes Geld verkaufen. Also wenn ihr irgendeinen Skin habt und ihr wollt euch dann von diesen x Euro ein Brot kaufen, dann meldet euch hier auf Skin Baron an. Wenn ihr wollt, mit meinem Link, der ist hier unten in der Videobeschreibung. Oder mit meinem Codewort, das am Anfang eingeblendet wurde. Bling, babla. Dann drückt ihr hier oben auf Verkaufen. Das dauert dann kurz. Euer Inventar wird hier gleich angezeigt. Dann habt ihr hier nochmal eine extra Information. Vor der Übergabe unbedingt prüfen, unsere Bots spielen alle CSGO. Das sind eben einfach Hilfestellungen, Tipps und Sicherheitsmaßnahmen, damit ihr auf keinen Fall genudelt werdet. So, und dann wählt ihr halt irgendwas aus, zum Beispiel die hier, und die hier. Und dann könnt ihr hier noch einstellen, wie viel Prozent des Steam-Preises es betragen soll, also entweder bei allen. Ne, ihr seht, die Preise verändern sich bei allen. Und er tragt sie von Hand einfach hier ein. Und dann drückt ihr auf, zack, anbieten. Und schon stehen die Skins auf Skin Baron. Wenn ihr dann jemand kauft, bekommt ihr das Geld auf euer Konto gut geschrieben. Und das könnt ihr einfach auszahlen lassen. Zum Beispiel auf euer PayPal-Konto oder auf euer Bankkonto. Und somit habt ihr dann einfach bares Geld gemacht aus euren CSGO-Skins. Komisch verkauft jetzt alles, mir egal. 6,62 Euro, ja, da kann man nicht meckern, na? Und ich habe sogar auf guter Kompromiss gestellt. Komm, ich stell's noch auf so gut wie verkauft. 5,76 Euro, läuft bei mir. Man kann natürlich auch auf... Ich kann warten gehen, ja, das heißt aber wortwörtlich, dass ihr warten könnt. Weil es bei diesem hohen Preis wahrscheinlich erstmal dauern wird, bis jemand so ein hochpreisiges Angebot annimmt. Denn es gibt diese Skins wahrscheinlich dann von jemand anderem für weniger Geld. Deswegen hat man hier oben eben auch diese Hilfestellung, weil viele Leute ja sagen, ich weiß jetzt gar nicht, für wie viel Geld ich meine AK-47 Safari Mesh anbieten soll. Tja, 18 Cent. Das wäre ein guter Kompromiss. Wenn ihr sie sofort verkauft haben wollt, dann geht ihr auf, ich brauche dringend Geld, 12 Cent, okay. Und dann ist sie wahrscheinlich sehr, sehr schnell verkauft, weil sich jeder Nutzer denkt, was? 12 Cent? Für meinen Traumskin. Und wenn ihr Skins kaufen wollt, habt ihr hier drüben, es erklärt sich eigentlich von selbst, diese Einstellungsmöglichkeit, ja. Ihr könnt hier auf Zustand gehen oder auf Extras, auf Seltenheit, ja, zum Beispiel vertraulich und hohe Qualität. Und schon haben wir hier die ganz vertraulichen Skins, nicht wahr? Ihr seid wohlgemerkt immer auf Schnäppchen zuerst. Also hier sind die richtig krassen Schnäppel. Zum Beispiel eine Monkey Business, minimale Gebrauchsspuren, 4,14 Euro. So günstig kommt man da auf Steam nicht dran. Und die Gebühren auf Skin Baron sind niedriger als die auf Steam. Und falls ihr wissen wollt, was Gebühren überhaupt, wo, Lirum Larum, ihr geht einfach ganz nach unten und drückt hier auf Gebühren. Hier steht dann alles drin. Die Seite ist also sehr transparent. Da ist nicht irgendwas im Hintergrund, was dann rummunkelt und schunkelt und schon bist du gefickt. Nein, das steht ganz öffentlich da. Da diese Seite eine deutsche Seite ist, habt ihr auch kompletten deutschen Support. Also wenn ihr den Support anschreibt, dann bekommt ihr auch auf Deutsch geantwortet. Ich weiß nicht, ob man auch eine andere Sprache erfragen kann. Sicherlich könnte man da auch auf Englisch nachhaken. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist immer etwas ärgerlich, gerade als sehr junger Mensch, der vielleicht nicht gut Englisch kann, wenn man auf so einer Seite wie Schlag mich tot angemeldet ist, seine Skins auszahlen möchte oder Skins kaufen möchte, verkaufen, Lirum Larum. Dann hängt irgendwas und dann schreibt man die an und dann kommt sowas auf gebrochenem Russisch-Englisch zurück. Das ist nicht cool. Hier habt ihr komplett deutschen Support. Das hier sind alles partnerbezogene Dinge. Außer das hier unten, da habe ich dumm Zeug gemacht. Boah, das ist schon lange her. Da habe ich mir was gekauft und wollte es auf einen Account ziehen und habe gerade mein Authentifikator erneuert. Ne, und hatte eine Trade-Sperre und ich dachte, scheiße, warum könnt ihr mir das nicht schicken? Was ist da los? Hab dann gefragt, was los ist und da hieß es, ja, guck mal nach deiner... Trash-Sperre, mein Freund. Es ist natürlich immer einfach zu sagen, die Seite ist so cool, weil ich da ja gepartnert bin und sowas, ne, und tsching, tsching. Aber ich bin tatsächlich sehr zufrieden mit der Seite und viele von euch auch, also viele von den vorhandenen Zuschauern, die sich hier auch angemeldet haben und die Seite nutzen. Und da lese ich dann auch immer nur Positives, das freut mich natürlich sehr. Natürlich gab es auch schon kleine Schwierigkeiten bei manchen, aber nie was Schlimmes, sondern nur so Dinge, wo die Leute vielleicht zu hibbelig waren. Also sie kaufen sich was und wundern sich, dass nach 10 Sekunden noch kein Trade da ist, schreiben sofort bei mir einen Kommentar, die Seite ist rigged! Und ich sag dann, warum ist die rigged? Das kommt nicht an! Und dann sage ich, guck doch jetzt nochmal rein. Oh, jetzt ist es da, danke. Aber genug beweihräuchert. Kommen wir nun zum Knife. Hier ist das gute Stück oder die guten Stücke. Und zwar hat sich der Gewinner die Shadow Daggers Knight gewünscht. Ich hatte noch ein Nametag rumfliegen, darum habe ich das Teil auch unterschrieben. Da hinten steht's. Da, seht ihr das? Ja, ja. Also er hat sich das gewünscht, nur so nebenbei. Nicht, dass er glaubt, ich pinsel da einfach irgendwas drauf. Ich werde die Dinger direkt mal ausrüsten. Ich habe dafür so eine kleine schnucklige Wurstmap. Hier diese Skin-Screenshot-Geschichte. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr Skin-Screenshots machen wollt. What the fuck? War das schon immer so, hä? Irgendwie habe ich die Map anders in Erinnerung. Man konnte... Hä? Wie cool das aussieht. Ich glaube, ich muss euch demnächst mal wieder mein Loadout zeigen. Danach haben wir dann ein paar gefragt, also wie mein aktuelles Loadout aussieht. Ich habe, glaube ich, vor einem halben Jahr ein Loadout-Video gemacht. Hä? Hallo? What the fuck? Wo ist das jetzt? Ah, hier. Aber wenn ich davon weggehe, verschwindet es. Okay, guck mal, hier ist auch nochmal ein Greenscreen. Das ist ja cool, da kann man sich dann die Dinger rauskeyen. Also die Animation. Nicer Scheiß.
Die kommen auf dieser Nachtmap echt am geilsten rüber. Beziehungsweise in der. Ja doch, Starry Night. Boah. Ah, das ist zu dunkel hier. Nein. Hier sehen sie einfach in der Hand gut aus. Und doof im Schneeberg. Hier sieht die Noir so cool aus. Naja. Ja. Das hier sind die Knives. Ich sag dazu Knives, weil es zwei Stück sind. Eigentlich ist es nur eins, ich weiß, aber es sind zwei. Sind auch super scharf, keine Sorge. Ich habe dem Gewinner gesagt, dass er sich heute im Stream, also für euch ist heute wahrscheinlich kein Stream, weil das Video am Freitag ist auch Stream. Heute Abend ist Stream, 22 Uhr. Dass er sich gestern im Stream und wahrscheinlich auch heute vielleicht noch, je nachdem wie lange ich brauche, noch nicht outen bzw. melden soll, weil wir die Sachen ja immer erst bekannt geben, wenn der Gewinner dann auch sein Zeug hat. Einfach nur aus Sicherheitsgründen, ja. Ich habe keinen Bock, dann von 30 Leuten angeschrieben zu werden, die sich genauso wie er nennen, auf Steam zum Beispiel, und dann sagen, ich bin übrigens der Gewinner und sowas. Und dann habe ich ein bisschen Hickhack. Hier natürlich nochmal vielen Dank an Skinbaron für die Bereitstellung der Ressourcen. Ne? Also schlicht und ergreifend eben einfach für dieses Sponsoring. Vielen Dank. Meldet euch auf der Seite an, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann über meinen Link oder mit meinem Codewort. Wenn nicht, dann googelt einfach die Seite, dann findet ihr es auch direkt und könnt euch frei anmelden. Ich werde dann so ein bisschen an den Gewinnen beteiligt. Keine Sorge, für euch ist da nichts teurer. Für euch bleibt alles gleich. Nur ich werde ein bisschen am Gewinn beteiligt, ne? Nam. Ist cool, wenn die beide zustechen. Zack! Ha! Zack! Soweit, so gut. Ich bedanke mich auch bei euch fürs Zusehen. Nächstes Mal werde ich das Knife Giveaway auch wieder auf YouTube ankündigen. Nur dieses Mal ging es einfach zu schnell. Also ich hatte im Kopf, okay, wir machen das. Ich habe es schon mal auf Twitch eingetragen. Ich mache es ja meistens mit einem Subgoal oder so auf Twitch. Und nach einem einzigen Stream hatten wir das Subgoal dann auf einmal voll. Also direkt. Und damit habe ich nicht gerechnet gehabt. Also früher, noch vor einem halben Jahr, da haben die Sachen einfach ein bisschen gedauert. So vielleicht eine Woche oder zwei. Da war dann noch genug Zeit, ein Video zu machen. Aber dieses Mal ging es zu schnell. Keine Sorge, ich mache das nächstes Mal gescheit. Es ist übrigens ein 12-Stunden-Livestream geplant, und zwar am 17., glaube ich, Moment. Genau, am 17.03. ist der nächste 12-Stunden-Stream geplant. Wieder mit Big Werl zusammen. Ja, ich habe ihn schon gefragt, er hat gemeint, er schaut, aber es sollte passen, dass er sich das da freiräumt, den Tag, beziehungsweise diese 12 Stunden. Wir werden um 12 Uhr starten und dann bis 0 Uhr, 24 Uhr oder wie man auch sagt, Stream. Also von 12 Uhr mittags bis 12 Uhr nachts. Wir haben mit diversen Tests festgestellt, dass 12-Stunden-Streams passender sind als 24er, weil ihr sonst so hart einpennt. Also um gewisse Zeiten ist einfach nichts mehr los. Und diese Zeit ist auch so circa die optimale Zeit, also von 12 Uhr mittags bis 12 Uhr nachts. Da können die meisten Leute. Das ist dann der dritte 12-Stunden-Stream, den wir machen. Ich denke, wir machen auch sicherlich mal wieder einen 24er. Da haben wir auch schon zwei hinter uns. Nur ist dafür im Moment einfach die Zeit nicht da, ne? Weil beim 24er ist es so, dass du dir 24 Stunden Zeit nehmen musst für den Stream. Und danach geht man meistens schlafen und schläft dann auch nochmal 10, 12, 15 Stunden. Und ja, das ist dann halt irgendwie, da braucht man schon echt ein bisschen Zeit. Ich würde sagen, wir können für Skinbaron auf jeden Fall mal einen fetten Daumen nach oben geben, weil sie uns das, wie viel der Knife ist das jetzt, dass sie uns sponsern? Das fünfte oder sowas? Dann kann man mal ein Däumchen geben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!